Das Duschbad ist alle und auch die Sonnencreme hat jetzt ausgedient. Oder doch nicht? In der Kunststoffschmiede kann Fridolin aus meinem alten Müll was Neues machen. Dafür müssen die alten Plastikbehälter erstmal gesäubert werden. Da sieht man gleich, es besteht aus verschiedenen Teilen. Und da ist jetzt davon auszugehen, dass zum Beispiel diese Kappe eine andere Art von Plastik ist als dieser Hauptteil. Und darunter steht PP, das ist eine Abkürzung für Polypropylen. Polypropylen eignet sich am besten zur Weiterverarbeitung. Deshalb nehmen wir erstmal nur den Hauptteil meiner alten Sonnencreme-Verpackung. Fridolin macht sie noch mundgerecht für den Schredder, den sie liebevoll Hilde getauft haben. Hier oben schmeißt man den Müll rein, drückt dann hier drauf, dadurch öffnet sich die Schleuse nach innen, dann fällt das rein in das Mahlwerk. Wird dadurch zerhäckselt, fällt durch das Sieb dann hier unten in die Kiste rein. Meine Verpackung reicht nicht ganz. Ein paar alte Joghurtbecher müssen auch noch rein, damit unten genug rauskommt. Der geschredderte Kunststoff wird dann nach Farben sortiert, bevor er an Helene, die Presse, verfüttert werden kann. Wir brauchen Hitze und Druck. Und die Hitze machen wir über eine Heizung, die hier drin hinter dieser Isolierung sich befindet, hier über diese Kabel angesteuert wird. Und hier stellt man die Temperatur ein, auf die diese Heizung halt hochheizt. Der zweite Teil war eben Druck. Das heißt, wir haben hier oben so einen fetten Hebel. Und damit können wir Druck aufbauen auf dieses Rohr, was beheizt wird. Okay, los geht's. Aus meiner alten Flasche soll eine Wäscheklammer werden. Granulat rein, Form drunter, Druck und fertig ist die Wäscheklammer. Und dann habe ich halt hier einen Piranha für zu Hause. Und weil so viele Menschen ihren Plastikmüll wiederverwenden wollen, braucht Helene Unterstützung. Darum kümmern sich gerade Karl und Jonas. Gary soll die weiterentwickelte Spritzgussmaschine heißen, mit der jeder selbst recyceln kann. Weil wir hier quasi den Prozess auch verständlich haben wollen und nicht riesige Maschinen, die dann komplex aussehen, herstellen wollen, sondern Maschinen bauen, die jeder versteht. Die Baupläne für die Maschinen kommen aus dem Open-Source-Netzwerk Precious Plastic, sind also im Netz für jeden frei zugänglich. Im Gegenzug stellt auch die Kunststoffschmiede ihre Innovation dem Netzwerk zur Verfügung. Wir haben eine Methode quasi erarbeitet oder ausgefeilt, wie man einfach mit einem Lasercutter Formen herstellen kann. Da haben wir ein Video zu gemacht und das quasi denen zur Verfügung gestellt und sie haben das über ihre Netzwerke quasi verbreitet. So werden zum Beispiel in Uganda inzwischen Lineale aus den Formen hergestellt, die in der Dresdner Kunststoffschmiede entwickelt wurden. Das zeigt, was hier im Kleinen beginnt, könnte auch im großen Maßstab funktionieren.